Hallo und herzlich willkommen bei Ubi Testet. Ein neues Verbrauchsvideo steht an. Hier steht er in wunderschönem hellrot lackiert, der Seat Arona TGI. TGI, tja, worum steht's? Turbo Gasoline Injection. Also, wir haben hier ein Erdgasfahrzeug. Und zwar unter der Haube ein 1 Liter Dreizylinder Turbobenziner, gekoppelt eben an ein 6-Gang-Handschaltgetriebe hier in dem Fall. Und ich möchte heute wissen, nicht nur was der Arona Erdgas verbraucht, sondern ich habe heute noch ein zweites Fahrzeug mitgebracht, und zwar meinen Privatwagen. Denn ich fahre privat aktuell auch Erdgas. Und deswegen nehme ich doch gleich noch den Seat Leon ST TGI mit dazu. Hier unter der Haube hingegen zum Arona arbeitet der 1,5 Liter TGI Motor oder TSI Motor mit 130 PS und ist hier auch gekoppelt an ein 7-Gang DSG. Jetzt wollen wir einfach mal wissen, wer ist denn wirklich der effizientere auf unserer Verbrauchsrunde? 10% Stadtverkehr, 50% Überland, 40% Autobahn, VMAX 140 Stundenkilometer. Vorher werden jetzt beide noch betankt. Jetzt schauen wir uns aber mal den Tankvorgang beim Arona an, wie denn das Ganze so wirklich funktioniert. Hier sind wir ja an einer Erdgastankstelle in der Nähe vom Flughafen München. Also relativ einfach. Wir haben hier einen ganz normalen Tankfüllstutzen für Benzin und Erdgas. Wir haben noch einen 9 Liter Kraftstoff-Benzin-Tank dabei. Beim Arona gehen 13,8 Kilo Erdgas hinein. So, das sind drei Tanks übrigens. So, bei dem Tanken ist es so, den Rüssel halt immer schön genau gerade drauf. Dann wird das Ganze hier einfach nur verriegelt. Er macht einen Druckausgleich, die Anlage. Und ich drücke hier nur noch auf Start. Übrigens, Kraftstoffkosten aktuell 1,09 € für das Kilo Erdgas. Beim Verbrauch sieht es ja so aus, der Arona TGI soll rund 3,5 Kilo auf 100 Kilometern verbrauchen. Das werden wir jetzt einfach heute in dem Fall prüfen. Erst einmal fließt jetzt ein bisschen Erdgas hier in den Tank hinein. Also in die drei Unterflurtanks mit ihrer Maximalkapazität von 13,8 Kilo sind jetzt 6,8 Kilo rund hineingegangen. Wunderbar. Also das Ganze dann zum Entriegeln ist auch relativ simpel. Wir brauchen jetzt hier gar nicht irgendwie Angst haben, dass uns hier irgendwas um die Ohren fliegt. Das ist ja immer so das, was man bei Gasfahrzeugen immer im Kopf hat. Nein, ist alles safe. Einfach nur den Druck ablassen, kurz hier ein bisschen Druck ausüben und ziehen. Wunderbar. Dann können wir auch die Säule hier perfekt wieder einhängen. Schon ist das Erdgastanken erledigt. Wir setzen jetzt hier noch alles auf Null und tanken dann gleich noch den Leon und dann geht es jetzt einfach los auf die Verbrauchsfahrt mit den beiden Erdgas-Seats. Viel Spaß!
heißes Duell zweier Spanier unter sengender Sonne. Schweißtreibende Arbeit bei UBI Tested für euch da draußen. Verbrauchsfahrt zwischen Seat Arona TGI und Seat Leon TGI. Jetzt natürlich die alles entscheidende Frage: Was haben beide verbraucht auf unserer Strecke? Bordcomputer 4,2 Kilo beim Arona, am Ende waren es 3,7 Kilo, 3,4 Kilo beim Leon und am Ende waren es 3,5 Kilogramm auf 100 Kilometer. Ja, dennoch haben wir einen Verbrauchsunterschied oder einen Verbrauchssieger. Der Verbrauchssieg geht an den Seat Leon TGI. Und die Differenz von 0,2 Kilo auf 100 Kilometer, ja, wie können wir sie uns erklären? Denn eigentlich ist das ja hier, wenn man denn tatsächlich so ein bisschen auf das Papier schaut, müsste das ja eigentlich der sparsamere Motor sein. Das ist ja schließlich ein Dreizylinder gegenüber dem Vierzylinder. Naja, der Dreizylinder hat einfach das Problem, dass er unter 2000 Umdrehungen wirklich in ein merkliches Leistungsturboloch fällt und da einfach erstmal rausgebracht werden muss. Das heißt, der Wagen wird immer in einem höheren Drehzahlbereich bewegt als der Leon, der hier schlicht und ergreifend die Kraft einfach durch den größeren Hubraum holt und hier souveräner läuft. Auf der Autobahn kommt ihm natürlich dann auch noch der bessere CW-Wert zugute gegenüber dem Arona. Und so ist es dann am Ende, dass der Seat Leon das sparsamere Auto ist. Sparsamer im Verbrauch, im Einkauf natürlich dann der Arona. Rund 28.500 Euro kostet der Arona, so wie er dasteht. Und unser Seat Leon, vergleichbar ausgestattet, liegt dann bei 32.500 Euro. Das heißt, wir haben einen Unterschied von 4.000 Euro. Jetzt dürft ihr euch überlegen, was ihr nehmen wollt. Den effizienten und durchaus etwas praktischeren Leon für 4.000 Euro mehr oder den vielleicht stylischeren und schickeren, moderneren Crossover Arona. Schreibt mir das doch jetzt mal unten in die Kommentare, was euer Favorit ist. Vergesst den Kanal nicht zu abonnieren, das Ganze zu liken und zu teilen und dass wir uns möglichst schnell wiedersehen, die Abo-Glocke nicht noch vergessen. Ich sage jetzt vielen lieben Dank fürs Reinklicken. Ich gehe jetzt in den Schatten, gönne mir was Kühles zum Trinken und sage Tschüss und Servus, euer UBI.